hat eine Rechnung geschrieben und hat gesagt, die kosten 65 Pesos. Und nun kam die arme Frau zu mir raus, weil ihr Mann bei mir arbeitete, und sagte, Don Juan, könntest du mir nicht die 65 Peso leihen? Das war der Wochenlohn ihres Mannes. Also ich habe das als unglaublich empfunden, weil auf diesen Medizinen, auf diesen Tabletten rückwärts aufgestempelt und auf diesen Böhringer Husterschaft stand drauf, gratis Ärztemuster der deutschen Pharmaindustrie. Das wurde den Kerlen geschenkt, kistenweise, genauso wie Babywäsche. Es wurde alles verhökert gegen Bezahlung. Ich habe mich mehrmals schriftlich ans Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gewandt und Beschwerden. Und die sind unbeantwortet irgendwie in einen demokratischen Müllschlucker geworfen worden wahrscheinlich. Also wir wurden für verrückt erklärt und daher hat man mir auch kein Schreiben mehr beantwortet und so weiter. Das sind die beiden Verrückten da im bolivianischen Urwald, die erzählen Märchen, das war Räuberpistolen. So hat man das gemacht. Tja, ich muss es den Hörern und den Filmbesuchern überlassen, ob sie mich für geistig zurechnungsfähig halten oder nicht. Die Bewältigung des in der Vergangenheit Erlebten nimmt eine zentrale Bedeutung im menschlichen Leben ein. Naturgemäß haftet den Erinnerungen die Sehnsucht nach dem Verstrichenen an. Das Ge- und Erlebte kann mit einer beendeten Expedition verglichen werden, bei der die eigene Jugend und die Bindung an das Elternhaus besonders wichtig sind. Die Expedition endet mit dem Tod des eigenen Körpers. Der Geist widerstrebt naturgemäß dieser Tatsache. Keiner gibt freiwillig auf, auch wenn das unabwendbare Ziel sicher ist. Und Ertl ist keiner, der so leicht aufgibt. Der Wunsch nach Abenteuern ist in Ertl bis heute nicht erloschen. Er sucht nach Neuem, will raus aus dem Alltäglichen. Er fordert den Lauf des menschlichen Verfalles heraus und weiß, dass es ihm nicht gelingen kann. Nach Deutschland will er nicht mehr. Er führt ein einfaches Leben und lebt von seinen bescheidenen Einkünften. In seinem Tal in Bolivien hat Hans Ertl ein Stück Deutschland, Heimat in seinem Sinne, geschaffen. In einer Plastiktüte hebt er Erde aus Deutschland auf, die ihm Freunde mitbrachten. Ertl verwaltet wohl den kleinsten Freistaat der Welt, von ihm allein und 300 Stück Vieh bewohnt. Eine Utopie? Sicherlich. Aber er hat für sich entschieden und es ist schon banal zu fragen, was ihm am meisten fehlt. Eine junge Frau. Sex gegen das Altern heißt die Devise. Nicht der Sex. Das Gefühl zu haben, dass noch ein Herz für einen schlägt, dass sich aneinander lehnen können, das Schmusen, die Eindrücke, die hier der Urwald bietet, mit einem anderen teilen und so weiter. Jemanden haben, von dem man das Gefühl hat, wenn die letzte Stunde schlägt, dass man in seinen Armen und seinem Schoß sterben kann. Ja, ich kann einfach nicht dem deutschen Kulturkreis entfliehen, das kann ich nicht. Ich brauche einfach auch wegen meiner Bucharbeit und wegen meiner Gedichte und wegen meiner Glossen, brauche ich einen deutschen Partner. Und für mich sind einfach also eingeborene Frauen Fremde. Denn außer Sex
gibt es ja auch noch was anderes. Man muss in seiner Muttersprache mit dem Partner auch sich unterhalten können. Und ich kann zu wenig Spanisch und so weiter. Das ist sicher, wenn ich damals statt Italienisch Spanisch genommen hätte, und wäre es was anderes und so weiter. Aber mir sind die eingeborenen Frauen auch, sagen wir, bereits die kultivierten Frauen aus der Upper Society hier und so weiter, aus der High Society, sind mir unheimlich. Ich habe Angst vor denen. Ich hatte an und für sich immer Angst vor Frauen, zuerst durch meine Klostererziehung. Aber vor braunen Frauen sowieso. Also vor einer anderen Rasse. Akzeptiere ich. Akzeptiere ich. Kann ich nur bejahen. Kann ich nur bejahen. Drei Sterne sah ich scheinen, drei Sterne schienen lieb und waren doch die Sterne, die Sterne der Heimat nicht. Drei Rosen sah ich stehen in schimmernd blauer Luft. Die Rosen in der Heimat, es war nicht euer Duft. Palmen stehen am Meere, die Fremde ist so leer. Bolivien, meine zweite Heimat. Es ist für mich ein ganz schwieriger Fall. Wie ich zuletzt in Deutschland war, da steht meine Mutter noch vor der Haustüre in ihrer Küchenschürze neben ihrem Dienstmädchen, und sage ich, gehe ich zu ihr. Meine Frau hatte sich schon verabschiedet, das heißt die Burgel hatte sich von ihr schon verabschiedet, und ich gehe zu meiner Mama zu und sage, nun Mama, nun geht der Odysseus wieder auf Wanderschaft. Bleib weiter schön gesund. Und sie stand so unentschlossen da. Auf einmal bin ich hin, habe sie gepackt und habe ihr einen Kuss gegeben, mit Gewalt. Und da hat sich geschämt wie ein kleines Kind, wie ein junges Mädchen, dem man einen Kuss geraubt hat, hat die Schürze genommen und hat sich abgewischt. Dann habe ich ihr nochmal einen gegeben und einen hinters Ohr. Tja, meine Lebensphilosophie ist ganz einfach. Alles, was wir glauben zu besitzen, ist uns nur geliehen. Auch das Leben ist uns nur geliehen. Wir müssen es eines Tages zurückgeben. An Allmutter Erde, an Pachamama, wie das die Indianer so schön ausdrücken, die Indianer vom Altiplano. Und mit diesem Wissen kann ich getrost darauf warten, bis auch für mich eines Tages der Vorhang fällt. Das ist meine Lebensphilosophie im Alter von fast 86 Jahren. Ich rechne jederzeit damit, dass eines Tages, dass ich umkippe oder dass sonst irgendwas ist. Und das ist für mich eine solche, wie soll ich sagen, es gibt mir ein solches Zutrauen, dass ich weiß, dass ich dort oben eines Tages begraben werde. Über meinem Tal, über meiner zweiten Heimat. Wo gibt es das heute in Deutschland? Da werden sie eingebuddelt, kostet einen Haufen Geld, allein was heute in Deutschland drüben oder in Europa eine Beerdigung kostet und so weiter. Mich kostet es hier gar nichts. Mein Grab im Urwald ist gegraben. Meine Tage sind vom Schicksal gezählt. Ich habe kaum noch Fragen an diese korrupte Welt. Doch tröstlich ist zu wissen,
dass trotz Machtgier und Geld auch Bonzen krepieren müssen, wenn der Tod sein Urteil fällt. That's all. Ja, also ich finde es ein schönes Gefühl zu wissen, wo man einmal liegen wird. Und ich habe gesagt, also Kinder, wenn mit mir was passiert, da oben auf dem Hügel möchte ich eingebuddelt sein. Da möchte ich einmal schlafen. Über meinem Urwaldtal mit diesem herrlichen Blick da in Richtung Norden auf meinem Flugplatz, auf meinen höchsten Berg mit fast 1000 Meter, mitten im Herzen von Südamerika. Tja, that's all. Alles, was wir glauben zu besitzen, ist uns nur geliehen. Auch das Leben ist uns nur geliehen. Wir müssen es eines Tages zurückgeben an Allmutter Erde.